dieser Tanz ist wohl das emotionale Highlight der dritten Let's Dance Show. Janine Ullmann, 40, und ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke, 34, bringen in diesem Jahr den ersten Contemporary aufs Tanzparkett. Für einen besonderen Gänsehautmoment sorgte vor allem die Performance, weil die Schauspielerin darin ihr Eheaus mit Kostja Ullmann, 37, vertanzt. Janine will mit diesem Contemporary endlich loslassen und die Trennung hinter sich lassen. Bereits bei den Proben zur Show wurde die 40-Jährige ziemlich emotional. 2018 hatte sich die blonde Beauty von ihrem Ex Kostja getrennt, auch 3 Jahre danach sitzt dieser Trennungsschmerz noch tief. Doch damit soll nun Schluss sein. Wir vertanzen eine Trennung, weil ich ein großes Problem habe mit dem Loslassen und ich das einfach lernen möchte. Und das Tanzen hilft mir gerade total dabei, erklärte sie im Vorfeld. Sie wolle endlich wieder glücklich sein und eine Liebe in ihrem Leben haben, und mit diesem Tanz ist ihr das Loslassen gelungen. Voller Kraft tanzte sich Janine alles aus der Seele und sorgte damit für Standing Ovations. Auch Juror Jorge González, 54, war extrem ergriffen. Das war nicht nur fantastisch, das war für mich der emotionalste Contemporary, den wir je hatten, urteilte er gerührt. Joachim Jambi, 57, ging sogar einen Schritt weiter und nannte die Moderatorin bereits als Favoritin der Staffel. Das zeichnete sich auch in den Punkten ab. Janine und Zsolt bekamen die ersten 30 Punkte in der Jubiläumsstaffel.